Dir kommt jetzt ein Tscheche entgegen. Ein Tscheche. Und weiter? Weiß ich nicht, der will da auch dahin, wo der Julian jetzt ist. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich versuche jetzt hier gerade den Anhänger anzukoppeln. Aber das geht nicht. Ja, ansonsten brech den Auftrag doch ab und guck mal, ob du ihn wieder kriegst. Ansonsten musst du unterwegs irgendwo eine Fracht aufnehmen. Es nutzt jetzt alles nichts. Da kommt jemand. Cool. Ich sehe einen Lichtkegel. Ah, der Next Gen Games. Wo stehst du rum? Ja, hier. Hier sehe ich auch. Hier stehe ich. Hier, hallo. Ja, ich hab's gesehen. Hier bin ich. Überleg nur gerade, wo ich anhalte. Andi. Ich hier sicher stehe. Ja. Hier bin ich. Ja, ist ja gut. Wo müssen wir dann hin? Nach rechts musst du dann gleich. Gut, dann fahr ich schon mal um die Ecke rum. Und dann danach nach links. So, jetzt ist der Auftrag weg. Siehst du? Ich wusste es. Ich hätte aber noch eine Idee. Wir haben jetzt gerade bei Carstens Firma gespeichert, ne? Ja. Wenn ich jetzt meinen Speicherstand lade, den nochmal neu spawnen. Das war meine Firma, nicht Carstens Firma. Nee. Meine war das. Firma. Meine. Deine. Oh, stimmt, meine. Bei deiner Firma. Ja, wenn ich jetzt nochmal schnell zu deiner Firma spawne, da hier nochmal schnell hinfahre und dann vielleicht steht er ja andersrum. Ja, hast du da gar keine Aufträge mehr, wo du jetzt bist, oder? Nee, also keinen nach Paris. Ja, wohin hast du denn? Ja, ich müsste am Frachtmarkt nochmal gucken. Ja, mach das doch mal schnell. Der Typ macht mich fertig. Ja, was soll ich denn machen, wenn der Anhänger hier so scheiße steht? Ja. So, Frachtmarkt. Aber ich glaube, irgendwas stimmt auch jetzt mit dem Game nicht. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal heute. Was denn? Ja, mein Hänger war ja auch so komisch. Und wie gesagt, ich habe gerade, als du deine Fracht angenommen hast, habe ich einen Anhänger durch die Luft fliegen sehen. Also irgendwas stimmt da doch jetzt komplett nicht. Nee. Also bei mir läuft. Ja, das. Oh. Julian. Also. Ja, nee, das ist es nicht. Also ich hab nichts da. Ja, wohin hast du denn? Ja, Lyon. Und ja. Das ist ganz. Ja, das passt Arsch doch. Dann nimm doch Lyon. Ja, aber das ist von Jönköping aus. Dann müssen wir jetzt nochmal in eine andere Stadt fahren. Wieso von Jönköping aus, wo du jetzt stehst? Von Jönköping aus. Also ja. Wieder zurück in die andere Richtung. Ich will hier weg. Linköping, ja, aber das ist doch, Linköping ist doch die Stadt. Nee, Jönköping, das ist ein daneben. Ja, aber da müssen wir sowieso vorbei. Ja, also entweder mal jetzt das oder ich, ne, hier. Jo. Ja, mach ja, das, komm, dann. Wir müssen da vorbei. Beeil dich, der Carsten macht hier bei mir im Cockpit Disco. Das ist geil, ne? Oh, furchtbar. Ja, nachdem der eine mir da fast reingefahren wäre. Fahr nochmal ein Stück vor, also krieg ich hier. Ja, ich fahr auch nochmal ein Stück vor. Ich stehe sonst. Gegen Augengeschwür. Mitten in der Kreuzung stehe ich sonst. Ich glaube, ich fahr auch nochmal ein Stück vor. Bleib bloß weg. Ach, geh weg! Ah, ich muss nochmal ein Stück vorfahren. Hier stehe ich mitten in der Kreuzung. Julian, der ärgert mich. Warum? Oh Mann. So, heute sehen Sie mal Funseln mal nicht kaufen, geht das auch mal? Nein. Ja, jetzt kann ich sie ja eh nicht benutzen, die Funsel. So, wo steht ihr denn jetzt? Wenn du da rechts rum, genau. Da wo Geblinke ist. Da steht ihr. Ja, da stehen wir. In welche Richtung orientiert? Wie? Zur Autobahn hin? Ja, rechts raus. Ich weiß nicht, wovon er redet. Ich jetzt auch gerade nicht. Ja, in welche Richtung steht ihr? Da, so, ich sehe dich doch. Rechts. Okay. Ja, dann fahre ich jetzt hier vor. Wir müssen jetzt dann links. Ja. Links. Aber bitte nicht so schnell, ne? Ja. Es gibt hier Leute, die haben auch Fracht an der Zugmaschine hängen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein richtig geiles Let's Fail. Ist es auch bisher. Und ich glaube, das wird mit die längste Folge, die wir hier aufnehmen. Ja. Julian? Ja? Ein Tacken langsamer. Okay. Ein Tacken ist gut. Ich komme zwar hinterher, aber ich fahre mehr Rallye hier durch die Kurven, als dass ich LKW fahre. Ja, ich würde auch sagen, wir fahren mal ein bisschen vernünftiger, also gerade als auf einer Landstraße. Ja. Irgendwas. So. Oh, jetzt ist er wieder da vorne rum.
Boah, ey, euch kann man es auch nicht recht machen, oder? Kannst du mal tanken, schneller fahren? Nee, ich warte auf den Carsten. Ey. Ihr seid schon echt schnell unterwegs. Oh, jetzt gibt aber wieder Gas hier. So, jetzt mein Tempo. Tschüss. Rein. Ich hab Tempomat. Wir müssen dann rechts. Jetzt wird's aber wenigstens hell. Der Sonnenaufgang. Das ist cool. Jetzt, bis der Julian seine Fracht hat, wird's dann wieder dunkel. Ja, könnte hinkommen. So, einmal rechts hier. Du sag das doch nicht immer so früh. Man kommt ja kaum mit. Ich hab das schon vorher gesagt. Oh, du hörst mir nun nicht zu. Immer diese engen Ausfahrten hier. Also die sind geil, ne? Ehrlich gesagt auch etwas unrealistisch. Ist das so? Ja. Sehr unrealistisch. Aber egal. Wieso? Wir Carsten, wollen trotzdem hier Spaß machen und so. Und wieso sind die unrealistisch? Ja, weil die zu eng sind. Also, Fenster? Ja. Fenster? Ja, fahr mal auf eine Autobahn drauf. Also, Fenster? Dass du Fenster? Da vielleicht eine 4 Meter Auffahrt hast und direkt rechts und links Leitplanken. Wirst du, glaube ich, nicht finden. Wir sind hier nicht in Deutschland, das weißt du, ne? Ja, selbst wenn. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in anderen Ländern so ist. Ja, du kannst es nicht vorstellen, aber du weißt es auch nicht, oder? Leute, haut's doch mal. Schaut's mal in die Kommentare. Wart ihr schon mal in Skandinavien irgendwo und wie ist das da? Auf den Autobahnen? Genau. Comment down below. Sind da ganz viele enge Auffahrten. Dass man mit dem LKW fast rechts und links dran vorbeikratzt. Schreibt das doch mal in die Kommentare. So ein bisschen Englisch. Aber bitte nur beim Andi unterm Video. Ja, schreibt es bitte nur bei mir drunter, die anderen nehmen euch eh nicht ernst. Das stimmt. Also das müssen wir jetzt mal revidieren hier. Ne? Also ich bitte mal, dich. Musst du tanken oder irgendwer? Ja, oder ich Toilette? Ich habe noch nicht einmal getankt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich muss Pipi, Carsten. Dann müssen wir jetzt abfahren. Nein. Ja, was denn jetzt? Nein. Mein Gott, ey. War doch nur ein Scherz. Ich bin doch ein Trucker. Ich hab doch eine Flasche, wo ich reinpacke. Trucker muss doch auf die Toilette, Carsten. You are not very lustig, ja. Oh. Das war übrigens Englisch for Runaways. Englisch für Wegrenner. You are a English dummy. Bist du ein englischer Dummy? Englischer Dummy. You have always to eBay. Alter Schwede, Alter, ich bin... Ah! Jetzt schon wieder los. So, wir gucken uns jetzt mal in den Rückspiegel. Ist das der Carsten? Ja, ich bin hier gerade reingefahren. Ja, da kann ich jetzt aber nichts für. Du musst den Trinkverping mal reparieren. Ja, ich kann reparieren gleich. Carsten? Ja, Andi? Kann sie mal aufhören zu... Dankeschön! Danke, vielen Dank. Super. Was beschwerst du dich eigentlich? Ich lieg auf der Seite. Bitte was? Ich lieg auf der Seite. Du bist ein Idiot. Was machst du denn? Ich weiß das heute auch nicht. So. F7. So, die nächste Stadt Jönköping, da kannst du die. Dann machst. Ach so, ich habe gerade übrigens die Aufnahme mit F8 beendet. Toll, weil F8 hier irgendwas ist. Ja, dann startet die Aufnahme wieder. Ich muss mir das nochmal gerade angucken. Andi, nein! Wo ist F7? Warum geht der nicht da rein, ey? Dann mach die 0 auf dem Numpad. Die 0 auf dem Numpad? Mhm. So, Abschleppdienst rufen. Was ist der hält den Verkehr. Die Fahrt dauert 1 Stunde 59. So. Da liegt er, jetzt ist er weg, toll. Wo bin ich denn jetzt? Meine Fracht ist aber außerhalb von Jönköping. Deswegen fahren wir jetzt mal eben erst an Jönköping vorbei und holen den Carsten ab. Jetzt habe ich extra gedreht, um mir das mal anzugucken. Oh oh. So. Typ, mach keinen Scheiß. Ich habe einen schönen LKW, finde ich. Wo bin ich denn jetzt? Jönköping. Wer sagt das? Weil das die nächste Stadt ist. Ich bin in Jönköping. Gut, wir holen dich da an der Werkstatt ab. Julian, du müsstest kurz warten, bis ich wieder angekoppelt habe. Oh, ach so, das war's gar nicht, du.
Nein, das war ich nicht. Scheiße. Ich wollte gucken, wie der Carsten da liegt, und dann kam ich gerade an, und da ist der Carsten weggeploppt. Voll der Schaulustige, weißt du? Ja. Der riskiert dann noch schön hier die Unfälle. Hast du noch garantiert mit dem Handy Fotos gemacht? Hast du garantiert noch mit dem Handy Fotos gemacht? Ja, es war zu spät, du warst schon weg. Ja. Finde ich nicht in Ordnung. Das werde ich der Polizei melden. Ja, ja. Die Polizei wird dich auslachen. Carsten, du hast das übrigens super gemacht, dass ich dank dir jetzt hier Frachtschaden habe, ne? Ja, deswegen kommen wir ja nochmal an der Werkstatt vorbei, dann kannst du ja reparieren. Es nützt mir aber nichts für die Fracht, Kollege. Ist ja gut. So, du kannst weiterfahren. Ich glaube, da vorne, das bist du, oder? Nee, du hast ja noch keine Fracht. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Du bist doch da. Wo? Direkt hinter mir bist du. Ich habe keine Fracht. Ach, hä? Du hast einen weißen LKW? Also, liebe Zuschauer, es tut mir leid, aber bei 32 Grad kann ich mich nicht konzentrieren. Von hinten ist der weiß. Das könnte sein. Wenn wir jetzt eher einmal zur Werkstatt fahren, dann mache ich mir eine Schillerlacklackierung drauf. Machst jetzt keine Lackierung drauf, du reparierst und holst deine Fracht, dass man ja endlich mal weiterkommt. Ich brauch nicht reparieren. Ja, dann holst du direkt deine Fracht. Ja, dann hol ich. Ja, aber ich bin außerhalb von Linköping, ne? Das ist euch klar. Ja, dann holst du deine Fracht und der Andi kommt zur Werkstatt, dann kommst du auch zur Werkstatt. Nee, so, Andi, dann musst du jetzt rechts abfahren, wenn du jetzt zur Werkstatt willst. Da kommt jetzt. Wenn du jetzt rechts abfährst, dann kommt jetzt hier ein Köpping. Okay, dann fahre ich jetzt nach Jönköping rein. Wehe, ich finde den Carsten jetzt nicht. Dann komme ich und hau dich. Ich bin bei der Werkstatt. Alter Schwede, fahr doch. Ich weiß, dass das jetzt richtig war, aber ich glaube ja. Wehe. Ich kann mich doch auch nicht konzentrieren bei der Temperatur. Du bist der Einzige mit Normaltemperatur. In der Schweiß nicht von der Stirn tropft. Ja, ich habe Kellertemperatur. So, und wo finde ich jetzt hier dieses blöde Werkstattding? In den Karte gucken. Ja, auf die Karte gucken. Das ist rot mit Schraubenschlüsseln. Karte ich glaube, ich habe dich gerade gesehen. Du bist so in so einem einer Kreuzung gerade. Ja, ich bin gerade über eine Kreuzung gefahren. Ja, ich glaube, dann hättest du abbiegen müssen. Ich sehe da noch einen Schraubenschlüssel. Wenn du das bist. Warte mal, ich fahr mal. Fahr mal hier irgendwie. Warte mal, hier kann ich drehen. Hier ist ein Dollarzeichen. Ein Eurozeichen. Eurozeichen? Ja, hier kann ich eine Garage kaufen. Ja. Ja, das ist. Also, das Video ist für meine Zuschauer diesmal sehr interessant, glaube ich. Typ. Die Firma schimpft sich in Jönköping. Unterhalt die Leute doch ein bisschen. So, Carsten, ich komme jetzt wieder über diese Kreuzung. Ich hoffe jetzt, ich nehme die richtige Richtung. Kommt jetzt über die. Da bist du. So, und wo muss ich rein? Da bist du. Bist du da? Mach mal Lichthupe. Wie, mach mal Lichthupe? Ja, mach mal Lichthupe. Mein Name steht doch oben drüber. Ja, jetzt sehe ich ihn, den Namen. Wo muss ich denn rein hier? Wo ist denn hier? Ja, jetzt musst du rechts rein. Jetzt muss ich rechts? Ach, da. Na? So, fahren wir mal hier rein. Huh? Das ist das sind alleine zwei Folgen, um die Fracht abzuholen. Ist da gerade ein LKW auf Warp gegangen oder was war das? Weiß ich nicht, habe jetzt nichts gesehen hier. Das sah sehr lustig aus. So. Mal jetzt mal hier reparieren. Oh Mann, also so eine schlechte Folge hatten wir aber auch noch nie, ne? Ja, das liegt nicht an mir. Ich habe meine Fracht abgeholt und fahre euch nur nach. So. Ich kann aber nichts für Bugs, möchte ich jetzt mal sagen. Das ist halt so, manchmal gibt's Käfer. Ich kann da auch nichts für. So, und jetzt, Carsten, wo fahren wir jetzt hin? Jetzt warten wir hier auf den lieben Julian. Jetzt speichere ich erstmal wieder ab am besten. Nicht, dass ich hier despawne, wenn wir jetzt hier 10 Minuten stehen und auf den Julian warten müssen. Aber das ist schon wieder so ein enger Stellenbruch. Wenn die Fracht wieder falsch rumsteht, dann fresse ich einen Besen, sage ich euch jetzt. Ja, mach bitte die Webcam vorher an. Ja, ich möchte das auch gerne sehen. Okay, ja, kann ich. So, Fracht ist angenommen. Ja. Sie fragt sich, wo sie ist. Da hinten ist ein Pfeil. Fahren wir zu dem Pfeil. Nikita, was möchtest du? Möchtest du hier neben mir parken? Willst du kuscheln zwischen uns, ja? Nikita wird kuscheln, Andi. Julian, wo hast du deinen Endpunkt? Lyon. Ich möchte auch mal so ein Boot fahren. Also müssen wir zuerst nach...